Was hast du? Ich habe erst gedacht, das kommt morgen. Ich wollte dich als erstes. This town so lame, I'm feeling so wired, it's 4 a.m., I'm not even tired. Guten Morgen! Es ist Montag, wir haben jetzt 8:30, ich fahre jetzt zum Friseur, das Zeug kommt ab! Guck euch das mal an, nicht schön, nicht schön. Ja, das kommt ab! Und, wir sind jetzt schon seit 6:30 wach, haben uns fertig gemacht und fahre jetzt los. Dominik ist zu Hause und passt auf Lamia auf. Aber die ist noch hundemüde, die ist auch gerade wach geworden. Aber die ist gestern irgendwie zwischenzeitlich immer wach geworden. Und dann haben wir sie heruntergeholt zum Livestream. Und ja, dementsprechend ist die kleine Pupsmaus auch müde. Wir haben jetzt 18 Grad, also es kühlt ab. Langsam. Und Klimaanlage mal ausmachen hier. So. Yes, ja. Ja, der Livestream hat extrem viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe ja gestern schon gesagt, da haben sich ein paar waren traurig, was ich natürlich auch verstehen kann. Und haben das auch ganz vernünftig zum Ausdruck gegeben. Aber manche, ne, die ticken dann auch einfach aus und werden richtig frech. Und ja, das ist dann nicht so schön. Aber die meisten fanden es natürlich toll. Wir hatten viel Spaß. Die Joanna hatte auch viel Spaß, obwohl die dann auch sehr, sehr müde war. Hat man dann, glaube ich, auch gemerkt. Und ja, die Qualität von der Webcam war so schlecht. Es war so verpixelt. Also ich hoffe, dass ich das nächste Mal irgendwie alles besser hinkriege. Weil eigentlich ist die Webcam von dem Laptop ja top. Irgendwas im Auge. Super. Hat so angefangen zu regnen. Jetzt sieht man nichts von meinen schönen Haaren. Alles kaputt. Ich habe ein Pony. Aber es sieht super merkwürdig aus jetzt. Aber ich habe Kaugummi, ich weiß. Ich finde es wunderschön. Jetzt sieht es echt komisch aus wegen dem Regen. Warum regnet es, wenn ich zum Friseur gehe? So, jetzt sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Guck mal, total nass. Ah! Das ist dieses Deutschlandwetter. Das ist unfassbar, wie immer. Also, ausgedünnt, glatt, gerader Schnitt, akkurat. Ich finde das schön. Ja. Und wir haben uns entschieden, dass wir die Haarfarbe erstmal so lassen. Und, voll übel, dass es so nass geworden ist. Gerade der Pony. Das sieht so schön aus. Und jetzt sieht das so merkwürdig aus. Mann, bin mal gespannt, was der Dummy sagt. Ich fühle mich super gut. Ich bin gefühlte 5 Kilo leichter. Guckt euch das mal an im Vergleich zu vorher. Der Knaller. Ich muss jetzt los. Die warten alle, dass ich rausfahre. So langweilig. Mama, Pony, hier, Pony, Haare ab.
Bist du zufrieden? Ja, mir gefällt's. Ja, mir auch. Gut. Alles, was kaputt war, haben wir abgeschnitten. Ja. Das ist einiges ab wegen dem Färben. Bisschen noch. Stufig, oder? Nee, gar nicht stufig, nur vorne. Von vorne. Hinten ist alles gerade. Ja, schön. Und ausgedünnt? Ja, aber ja. Sieht dünner aus. Ja, ja, und geglättet. Ist nicht so schwer, sonst sieht das nicht aus. Ja, ja, sonst wäre dazu. Ja, ja, genau. Volumig so. Bei meinen Haaren. Ja. Ja, gut. Ja, ne? Mal was anderes. Ich mach mich jetzt fertig. So, oh, ich habe eine neue Frau. Guck. Lamia ist im Bett, die macht Mittagsschlaf. Dominik ist jetzt zur Arbeit gefahren. Und ich habe mein Monatsfavoritenvideo gedreht. Das muss ich gleich noch schneiden. Und mein Haushaltsfavoritenvideo muss ich auch noch schneiden. Also kommt diese Woche 2 Favoritenvideos online. Und meine Entgiftungskur ist da. Mein Forever Clean 9. Yes! Da ist es. Fangen wir jetzt auch direkt an. Warum vor einem herschieben? Geht direkt los. Hübsch. Und da habe ich mir noch mal ein extra Aloe Vera Gel geholt. Yes. Okay. So, hier hat mein Aloe Vera. Und hier ist auch mal das ganze Paket drin. Ja. Ich mache es jetzt zum 3., 4., ich weiß jetzt gar nicht mehr. Die haben wieder was geändert. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich mache das jetzt auch wieder, damit ich die Sachen sehe, falls meine Kunden nämlich fragen. Viele fragen immer, Rosi, was arbeitest du und so weiter und so fort. Habe ich aber, glaube ich, schon erzählt. Ne, im Auto. Ja, habe ich im Auto erzählt. Ich habe mir das Schokolade bestellt. Ich mische das ja total gerne immer mit Kokosmilch. Das ist so lecker. Ja. Und dann werde ich jetzt meine Sachen hier anfangen. Gefrühstückt habe ich noch nicht. Das ist nämlich perfekt, weil dann kann ich direkt damit anfangen. Ich hatte heute Morgen keine Zeit und auch gar keinen Hunger. Und beim Friseur, ich muss mich erst mal sowas von dran gewöhnen, Leute. Ne? Aber ich finde das toll. Das macht mein Gesicht nicht so, so dick, wisst ihr? So rund. Ich habe ein ziemlich rund auch nicht. Ich habe ein ovales Gesicht. Aber mein Doppelkinn und so, dann wirkt das manchmal so ein bisschen dicklich. Aber ich weiß, dass ich nicht dick bin. Obwohl das immer so viele sagen. Die ist nicht schwanger, die ist einfach nur fett. Ist klar. Na egal. Darüber wollen wir aber nicht reden. Joanna kommt von der Schule. Ich bin mal gespannt, was sie zu meinen Haaren sagt. Ich mache den Kindern was zu essen. Nudeln. Ich darf ja heute und morgen erstmal nichts essen, außer Rohkost. Hallo. Wow. Deine Haare. Na, wie findest du? Schön, sieht anders aus. Sieht ganz anders aus, ne? Ja. Gefällt dir? Ja. Was ist das denn anders? Pony. Ach so. Und kürzer. Und glatt. Warum läufst du so komisch? Mein Mückenstich. Ah, Joanna hat einen Mückenstich unterm Fuß. Das juckt. Aber ich habe was für dich. Was denn? Komm mal mit, mein Schatz. Komm mal mit. Die Post war da. Mein Kleid? Das passt, ne? Mhm. Ich habe erst gedacht, das kommt morgen. Ich wollte dich als erstes fragen, kommt heute nicht schon, weil die Post da hinten steht. Mhm. Soll ich die Schere nehmen? Nein, ich hab's auch. Toll, immer noch nicht. Ui. Das passt. Schick, schick. Anprobieren. Schick. Sah sehr durchsichtig aus, aber es hat ein Unterkleid. Was musst du vernünftig hier machen? Oh, hier musst du richtig runterziehen, damit was drunter ist. Schick, schick. Cool. Kann erstmal gleich tanzen. So, die Kinder haben jetzt gegessen. Joanna bringe ich gleich zum Handball und ich mache mir jetzt auch meinen Shake. Ich
man sehen kann. Jetzt mache ich mir meinen Shake. So, 300 Milliliter. Guck das mal. Da. Bis dahin. Okay. So. Wunderbar. Und dann... Hat sie sich versteckt? Geh mal gucken. Da kommt ein Löffel von dem Pulver rein. So. Hast du sie gefunden? Na super. Wollen wir gleich noch mehr Nudeln essen? Nur wenn du möchtest. So, wir fahren jetzt zum Handball. Eine Million Wasserflaschen, Snacks, alles dabei, It's Life auch dabei. Scheint die Sonne. Jetzt auf einmal, die ganze Tag hat es geregnet und jetzt kommt die Sonne raus. Aber gut. Ist aber nicht so mega heiß, glaube ich. Also, es fühlt sich nicht so super heiß an. Spielgrad haben wir. Miller, 22 Grad. Let me love you. Richtig viel Ärger. Du. Auf die Kamera auf. Ja, bis gleich. So, ihr Hübschen. Ich habe Lamia jetzt ins Bett gebracht. Wir haben jetzt 7:30. Die Joanna war duschen. Und guckt jetzt Violetta. Und ich weiß noch nicht, was ich mache. Aufräumen. Das ist der Dominik. Hallo zusammen. Jo, das ist der Dominik. Und das ist die Joanna. Guckt Violetta. Was hast du denn erzählt? Bist du zufrieden mit deinen Haaren? Ja, ich bin zufrieden mit meinen Haaren. Leicht, lockig, flockig. Ich find's gut. Joanna find's auch gut, ne? So, wir sitzen hier noch und gucken, Violetta ist aber gleich vorbei. Und in 15 Minuten erst, so lange geht das. Oh mein Gott. Und ich lese mir gerade hier eure Kommentare vor. Und ja, ich werde morgen wieder ein paar beantworten, heute nicht. Ich werde mir nämlich ein paar raussuchen und ein paar Fragen beantworten. Und was weint ihr denn so verrückt? Mein Gott. Und ja, ich denke mal, für heute war es das. Ich muss sagen, heute ist noch nicht viel passiert. Wie gesagt, Friseur und so. Und ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber mir gefällt das richtig gut. Und ich bin mal gespannt, wenn ich die wasche, wie ich damit klarkomme, wenn ich die style. Und ja, ich finde es schön. Und wenn ich einen Zopf mache, haben wir das auch so geschnitten, dass die ganzen Strähnchen hier so rauskommen. Also sieht das auch schön aus. Ah ja, so ist das. Ja. Ich werde euch jetzt, glaube ich, in den Rechner stecken. Sorry, aber ich muss mich echt selber erstmal an den Pony gewöhnen. Deswegen gucke ich andauernd in den Bildschirm. Mache ich jetzt aber nicht mehr. Also, ich werde euch jetzt schneiden. Euch in den Laptop stecken und dann schneiden. Und der Dominik ist unten im Keller und macht da Playmobil-Gedöns. Und ja, die Joanna wird jetzt auch gleich schlafen gehen, weil die war ja gestern recht spät im Bett. Und nach Violetta, sie hat ja schon Schlafanzug an. Und ja, wir sehen uns dann morgen. Dienstag. Ist morgen irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Morgen werde ich mein Haushaltsfavoriten-Video schneiden. Und heute habe ich Favoriten-Video geschnitten, was Freitag online kommt. Und mein Haushaltsfavoriten-Video kommt am Donnerstag. Genau. Das ist eine Kooperation mit einer anderen YouTuberin. Und da freue ich mich schon drauf. Gut, dann sehen wir uns morgen. Tschüss.